Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Battlefield 1. So, wir spielen mal den Medic ein bisschen. Mal die Runde. Und dann gehen wir mal auf die Klassen, die ich auch kann. Obwohl ich den Medic eigentlich kann, den konnte ich bei Battlefield 4 und 3 relativ gut. Aber da habe ich mit Kumpels zusammen gespielt, muss man bedenken. Nimm mich doch mit! Du Schmuck. Dann nicht. Geh ich nach F, so. Da konnte ich den relativ gut spielen, im Squad auf jeden Fall. Problem ist halt, der Medic ist nur stark, weil er halt andere wiederbeleben kann. Sonst, naja. Der hat eine Knarre, der hat so eine Spritze, womit er einen wiederbeleben kann, und der hat so ein, ja, so ein Beutel, den er auf den Boden schmeißen kann, damit die Leute sich heilen können. So wie der Support auch das Ammo-Ding. Aber Support und Scout sind halt meine Lieblingsklassen. Schon immer gewesen, eigentlich Support vor allen Dingen. Ich bin auch noch da. We have taken objective free. Keine Karre gespawnt hier? Warum ist denn einer gestorben? Schon runtergefallen. Die Luftpumpe. Problem ist, ich weiß nicht, wie man hier sieht, ob er noch am Boden liegt. Das werde ich noch rausfinden müssen. Das Gute ist, so wie das aussieht, kann man hier durchsprinten. Okay, der will nicht. Alles klar. We have lost objective George. Der möchte nicht. Da war die Sonne, die Kackwaffe. Kopfschuss weg. Okay. Aber den einen habe ich gekillt. Den anderen fast. Bin Medic. Mal gucken, was er noch für eine Waffe gibt. Bei dem. Wäre auf jeden Fall cool zu wissen. Oh, danke. Da lief einer. Lass mich doch! Danke. We have taken objective George. Was?
Warum wollen die alle nicht? Hm. Ich weiß es nicht. Boah! Warte, lebt doch noch. Ich war gerade am Nachladen. Verdammt, hätte ich mal die Knarre genommen. Ich habe aber gedacht, das wäre einer von mir. Verdammt. Egal. Achso, ich wollte mal gucken wegen anderer Waffe. Eine Automatik. Eine Automatikwaffe ist schon mal besser. Da muss ich leider noch... Ich nehme mal so eine Incendiary-Granate. Da muss ich leider noch im Dingens ein bisschen Rang abhaben. Aber das ist jetzt eine Automatik. Ja. Hallo? Ich hab geschossen hier, ey. Willst du verarschen? Oh, ich wollte gerade den Nahkampfangriff machen. Da stehen da welche im Haus. Hm. Hätte ich mal die Granate nicht einfach da reingeschmissen, ey. Scheiße. Lass mal ausräuchern. Brenn! We are losing objective Charlie. Ma. Ich würde ja gerne mal den Nahkampfangriff zeigen, aber da komme ich nie zu. Was zu machen? Leider komme ich nie dazu. We have lost objective Freddy. Hm. We have lost objective Charlie. Medic! We are losing objective Duff. Wo bin ich? Scheiße! Da steht nicht da einer unterm Ding, ist auch egal. Verdammt! Ey, Objektiv Charlie ist auch weg. Ist ein neuer Problem. Oh nö. Alles verloren, ey. Dann fing so gut an, ey. We have taken objective Duff. We have lost objective Charlie. So, hier, komm. Nimm da Dinge an. Da oben ist ein Sniper irgendwo. Ich hab gerade was aufblitzen sehen. Komm, nimm ein. Wir haben Objektiv George genommen.
Wo kommen die denn her? Das Panzer. Boah, ey. Warum ist die Lauf hier den Panzern gegnerisch herum? Willst du dich verarschen? Boah. Nerv. Ich hab gerade bei unser Scheiße. Naja, noch sieht es nicht so ganz so scheiße aus. Aber ich könnte noch mehr Kills machen. Rennen. Warum müssen die eigentlich so gelb angemalt sein, dass man sie nicht sieht im Sand? Ich hab den jetzt tatsächlich nicht gesehen. Oh Mann, ich sollte mal die Brille mal aufziehen, glaube ich. Oh je, oh je. Oh je. Hey! Was? Wo? Was? Wie? Durch die Sand? Durch die Sanddinger? Willst du mich verarschen? Mein Gott, ey. Ist doch nicht wahr. Gott, bin ich schlecht mit dem Medic. Einen habe ich wiederbelebt, immerhin. Gott, bin ich schlecht mit dem, ey. Tür auf. We have taken objective butter. Was denn mit dem Flammenwerfer? Flamethrower. Wo kriegen die so welche Sachen her? Frage ich mich sowieso. Ich hab keine Ahnung. Aber ist näher. Manchmal. Aber. We are losing objective Charlie. Ich hab doch gerade gehört hier. We have taken objective Edward. We have lost objective Butter. Stirb. So. We are losing objective Charlie. Komm, dann hol ich mir jetzt. Ja, tschüss, Nahkampfangriff. Auf Wiedersehen. Und eine Medaille gekriegt, cool. Geht doch, meine Herren. Endlich mal geschafft. Klar. So, gucken wir nochmal.
We have lost objective apples. Ja, erstmal rüberspringen. Ich hab dich gesehen. We have lost objective Edward. Mann, verzieh dich. Eine Medaille, sauber. Das sind die Erkennungsmarken von den Gegnern, glaube ich. Halfway there, the enemy has the upper hand. Erstmal einen Knüppel ins Gesicht. Jetzt gerade läuft das. 4 Stück in Folge. Ja, Mist, jetzt hat er mich gefunden. Ich hätte doch weitergehen sollen, na egal. Komm, das gönne ich dem. Das war jetzt so gut. Oh, cool. Nee, Stier! Schade! Egal, den einen habe ich gekillt da oben. Aber ich habe einen neuen Rang. Sehr schön. Mit der Flak habe ich ihn gekillt. Jedenfalls nicht so schlecht wie letzte Runde. Aber noch ist er auch nicht verloren. Noch kamen mir mehr Punkte auf jeden Fall. So, wo ist der Kack-Sniper gewesen? Hier oben irgendwo. Hier im Haus war der. Au. Ah. Eine Mine. War das? We control all objectives. Tschüss. Ich wusste, dass er hier oben noch liegt. We have lost objective apples. We are losing objective charge. Mann, ich war doch gerade da oben, die Leute haben abknallt. Was ist denn dein Problem, Junge? Echt, ey. Mann. Nervige Pest. Ja, 9-12 oder so gerade. Ja, 9-11. Das geht sogar noch. Mit dem Medic das erste Mal, ist okay. Aua, aua. Stacheldraht. Schöne Granat schmeißen. Da unten war einer drin, schade. Aber gewonnen! Gewonnen noch umgedreht das Spiel. Sauber. Sauber. War jetzt gar nicht mal so scheiße mit dem Medic. 9-11. Ist okay, eigentlich. Für das erste Mal mit dem Medic. Fand ich es gar nicht mal schlecht. Und wir sind einen Rang gestiegen, soviel ich gesehen habe. Auf Rang 6. Sauber. Schön. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten für einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde Battlefield 1. Tschüssi, Glenn.